Moin Leute und herzlich willkommen zurück bei Batman Arkham City. Es geht weiter und wir sind weiter auf der Suche nach Mr. Freeze, aber wir haben natürlich auch ein paar andere schöne Aufgaben und ich denke, wir werden mal gucken, dass wir die Fluglaufbahn der Kugel jetzt mal hier ein bisschen ermitteln, um mal rauszufinden, wer das wohl war. Aber ich sehe gerade da hinten ein interessantes Rätsel, beziehungsweise eine Elfgabe. Da ist eine Platte, da ist eine Platte. Sollen wir mal schauen, ob wir das schaffen. Okay, gut, das heißt, wir müssen... Wo müssen wir denn anfangen? So haben die uns keine Winterjacken gegeben, als sie uns hier reingesteckt haben. Wo müssen wir denn anfangen? Gute Frage, nächste Frage. Ich muss auf jeden Fall alle drei Platten erwischen. Ah, okay, ich denke, ich weiß, wie es macht. Erstmal die. Ich hasse den Klang von diesen Münztelefonen. Kriege ich immer eine Gänsehaut. Echt? Oh, habe ich da einen Punkt gefunden gerade? Hallo? Nee, nicht den Punkt gefunden. Weg. Zack. Oh, Deckel. Was ist nur mit diesem Pinguin los? Wieso haben alle Angst vor dem hässlichen Zwerg? Frage ist, in welcher Reihenfolge mache ich das am besten? Ich weiß nicht, ob ich hier anfangen soll. Sie von den ehrbaren Bürgern von Gotham City. Sie wurde erbaut, um die Bürger von den Insassen von Arkham City zu beschützen. Nee. So nicht. Hier vielleicht doch so. Nee. So auch nicht. So auch nicht. Konnte Sharp so mächtig werden? Was hatte er gegen den? Ich kann maximal jetzt versuchen mit Schwung. Nee. Keine Chance. Keine Chance. Wir müssen nochmal so rum. Ich hab sie hier alle gesehen. Joker, Two-Face, Black Mask. Scheiße, ich glaube sogar Killer Croc. Also ich komme auf jeden Fall ein bisschen hoch. Okay, ich komme auf jeden Fall ein bisschen hoch. Kann ich von hier anfangen? Nee, das geht aber auch nicht, oder? Nee. Schaffe ich auch nicht. Schaffe ich jetzt auch nicht. Batman! Es ist Batman! Halt die Klappe! Ist nicht Batman. Ist hier nicht so ein Mist. Ah, irgendwie muss das doch gehen. Irgendwie muss das doch gehen. Warum hat er das jetzt nicht gemacht? Keine Ahnung. Kommt der bis hoch? Nee, kommt er nicht. Schade. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll hier. Vielleicht sollte ich doch lieber so anfangen. Erst das Ding. Jo, wenn ich mal treffen würde. Aber er trifft irgendwie nicht. Nee, das war nicht gut. City, Drecksloch. Ich muss nur 5 Minuten hier raus, dann zeige ich dieser stinkenden Stadt etwas richtig Verrücktes. Ne, das Problem ist, so viel Schwung kriege ich hier auch nicht drauf. Versuchen Sie unter keinen Umständen die Augen. Okay, muss ich mal schauen. Versuche ich später nochmal. Trifft er nicht oder was war das jetzt? Wie hält Strange sich eigentlich? Der ist auch nicht besser als wir.
da vielleicht der Punkt dran? Aber das könnte vielleicht der Punkt sein. Das könnte vielleicht der Punkt sein. Ne? Ob wir hier jemals Essen kriegen? Moment. Das könnte vielleicht der Punkt sein. Der Fragezeichen-Punkt. Aus einer anderen Perspektive wahrscheinlich machen. So haben die uns keine gegeben, gute Frage. Gute Frage. Schweiß nicht. Was ist das? Das ist so ein AR-Training. Das wollen wir erstmal nicht machen. Okay, gut. Ich würde sagen, wir befreien mal die nächste. Ach nein, wir wollten jetzt hier die Kugellaufbahn. Akrobatenfamilie. Nee. Was haben wir hier? Ace Chemical. Ah, das sollten wir hinkriegen. Das sollten wir hinkriegen. Die Außenmauer ist für jeden Insassen von Arkham City absolutes Sperrgebiet. Das kriegen wir hin. Hä? Wo ist denn der dritte? Eins, zwei? Oder geht's da oben los? Ich glaube, es geht hier oben los, oder? Nee. Hä? Eins, zwei, wo ist denn der dritte? Hallo? Da sollen wir noch Nummer drei suchen. Könnte eine Nummer drei sein? Der Nummer 3. Na toll. Haben wir hier? Minen. Ne, da gehe ich lieber nicht rein. Das scheint nicht so gut zu sein. Ach, hier ist Nummer 3. Aha. Deren Problem, wenn sie erwischt werden. Also erstmal alle hopp. Naja, von hier oben können wir genau sehen, was der Clown vorhat. Genau, Nummer 1. Jeder sagt, dass er bald sterben wird. Und ich nehme an, dass uns Pinguin dann in sein Gebiet Nummer 3. Jeden abkleiden lässt, der nicht sofort zu ihm überläuft. Ich freue mich. Ja, oh, haben wir. Tut gut in der Sieger. Und da oben war gleich noch eine Trophäe. Ich kenn's nicht anders. Ich stehe immer auf der Seite des Siegers. Und zwar hier. Okay, das war ja leicht. Arkham City. Was für. Vixor! Mach dich weg! Okay. Nicht so schwer. Oh, was haben wir denn hier? Zu langsam Keltor? Nee, jetzt gucken wir erstmal. Jetzt wollen wir mal ein bisschen schauen, ob wir hier ein bisschen was rausfinden jetzt. Also, Kugellaufbahn kam von da hinten. Gehen wir mal hinterher. Und zwar da.
hier oben ist ein Gitter. Hä? Von hier durchs Gitter? Der Schuss wurde irgendwo aus diesem Bereich abgegeben. Ich muss den Bereich scannen. Na dann, scanne die Position. An vorgegebenen Stellen verlag ich City regelmäßig Nahrungsmittel. Eine Patrone. Und da steht's auch schon. Die Abwürfe erfolgen. Da ist die Patronenhülse. Und ausschließlich an diesen Stellen. Die Gefangenen sind selbst für eine gerechte Verteilung verantwortlich. Sieh dir mal das Bild an, das ich gerade zum Bad-Computer hochgeladen habe. Ist es das, was ich glaube, Master Bruce? Ja. Ja, Deadshot ist in Arkham City. Was macht der hier? Ist er ein Gefangener? Halte ich für unwahrscheinlich, aber ich will nichts ausschließen. Dann heißt es also, der größte Detektiv der Welt gegen den besten Attentäter der Welt. Wer wird gewinnen? Er jedenfalls nicht. Schick mir den gesamten Datenbankeintrag von Deadshot. Ich habe alles hochgeladen, was ich über das Opfer weiß. Ich melde mich. Sehr schön. Deadshot ist wieder am Start. Oh Gott, wie siehst du denn aus? Okay. So, Floyd Lawton, Söldner. Floyd Lawton ist der todbringende Auftragskiller der Welt. Auch nicht schlecht. Er schießt nie daneben, schon gar nicht mit seinem schallgedämpften, am Handgelenk angebrachten 9mm Kanonen. Deadshot verachtet, was? Verachtet sich genauso sehr wie seine korrupten Opfer. Mehrere Gefängnispsychologen haben bei ihm selbstmörderische Tendenzen diagnostiziert. Batman ist die einzige Person, die er verfehlt hat. Aha, diese Tatsache hat den Dark Knight ganz oben auf seiner Abschlussliste von Deadshot befördert. So sieht's aus. Okay, Zaz. Der gute Zaz. Da müssen wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen nachhaken, dass wir den vielleicht finden. Gut, hier haben wir jetzt soweit erstmal alles erledigt. Jetzt müssen wir gucken. Gibt's denn hier noch irgendwas? Was haben wir hier? R-Tiger 5 an Zentrale. Das Notsignal. Okay, gucken wir mal, was beim Notsignal los ist. So, gibt's hier erstmal noch was? Sieht nicht so aus. Und jawohl. Zu glauben, dass Strange den Bürgermeister dazu überreden konnte. Es ist Batman! Ach, erzähl nicht sowas. Was macht Batman hier? Nüscht! Oh, aber hier scheine ich irgendwie richtig zu sein. Alter, du bist aber auch nervig. Zack, sollte vielleicht dann doch mal wieder kontern. Die ganze Zeit nur zuhauen. Ah, Sack. Auf diesem Dach hat jemand ein Notsignal gezündet. Entweder braucht jemand darin meine Hilfe oder es ist eine Falle. Egal, wir gucken mal nach. Wir gucken einfach mal nach. Oh. Nee. Ich weiß, wer das ist. Überrascht mich zu sehen, Batman. Ein bisschen. Als wir uns das letzte Mal gesehen haben, hingst du an meiner Motorhaube. Du wusstest, dass es mich nicht töten würde. Das hatte ich auch nicht vor. Ich habe keine Lust zu kämpfen. Was machst du hier? Dr. Youngs Titanformel. Der Payaso hat ein paar von Arkham Island runterschaffen können, bevor du ihn gestoppt hast. Wie viele hat Joker denn noch von der Insel bringen lassen? Zu viele. Deshalb bin ich hier. Ich lass nicht zu, dass der Basura dieser Stadt Titan missbraucht. Dr. Young hat es mit meiner Hilfe erschaffen. Es ist meine Aufgabe, die Überreste zu zerstören. Oh. Ich helfe dir, aber nur damit du es weißt. Wenn du irgendwelche Tricks versuchst, gibt es Ärger. Wir finden Titanbehälter und zerstören sie. Abgemacht?
Natürlich. Jeder Behälter hat einen Funksender eingebaut. In der Stadt hier gab es insgesamt 12 Behälter. Jeder von uns nimmt 6 und wir treffen uns hier. 5. Ich habe einen gefunden und zerstört. Na, ob das so gut ist. Okay, das heißt, wir werden jetzt Titanbehälter auch noch sammeln können. Aber ich weiß nicht, ob das so gut ist. Lieber Bruce. Wo soll ich als nächstes hin? Ob wir uns damit anlegen sollten? Ich weiß es nicht. Na, irgendwas ist hier auch sehr interessant. Alter, guck mal, wie das aussieht in seinem Rückgrat. Dieses Zeug, dieses Ding drin. Krass. Dieser Payaso wird dafür büßen. Oh ja. Oh, was haben wir hier? Eine Riddler-Trophäe. Das können wir doch bestimmt greifen. Jawohl. Okay. Aber hier gehen die Räume auf nach und nach. Gibt's denn hier irgendwas? Wohin jetzt? Gibt's denn hier irgendwas? Anscheinend. Na, ob das so gut ist? Bane? Ich weiß es nicht. So. Immer noch. Welche Akrobatenfamilie? Dieses Rätsel haben wir immer noch offen. Was haben wir hier hinten? Nix. Okay. GCPD-Gebäude. Kommen der Kälte immer näher. Das alte GCPD-Gebäude? Freeze hat vermutlich eins der forensischen Labore umfunktioniert. Ich muss da rein. Oh nein. Die Tür, sie ist zu. Und was jetzt? Ihr zwei versucht weiter reinzukommen. Ich baller ihre Köpfe weg, wenn sie versuchen rauszukommen. Und was dann? Sehr schön. Dann schnappen wir uns Freeze und schleifen ihn zum Joker? Klingt nach einem Plan. Hat einer Zigaretten dabei? Meine sind alle. Seit Joker und Pinguin sich die Köpfe einschlagen, bekommt man hier kaum noch was von haben. Kein Plan, weiß, der mir gefällt. Vielleicht haben Pinguins Jungs welche dabei. Nachdem wir sie umgelegt haben, sehen wir nach. Verdammt, Kamera in Sektor 3 wurde zerstört. Wer bist du? Was machen Sie hier oben? Bitte, ich habe nur nach Essen gesucht. Hier oben? War nicht leicht. Ich habe die Jungs da unten beobachtet. Die sind alle verrückt. Pinguins Männer wollten den von Joker auflauern. Doch als die auftauchten, haben sie ordentlich Dresche bezogen. Jokers Leute suchen nach Mr. Freeze. Er ist so ziemlich der Einzige, den ich nicht gesehen habe. Pinguins Männer sind im Gebäude und Jokers Jungs versuchen schon, wer weiß wie lange, irgendwie hineinzukommen. Okay. Warten Sie hier und verstecken Sie sich. Ich versuche, in das Gebäude zu kommen. Schöne Sache. Mir auf jeden Fall irgendwie ransneaken. Und zwar erstmal an den. Hallo? Der läuft da erstmal rum. Alle Gefangenen werden in regelmäßigen Abständen. Kann ich vielleicht auch so kriegen? Widerstand dagegen. Da bist du ja. Komm hier rüber. Oh, Scheiße. Na, schön. Der hat den Rauch benutzt, um abzuhauen. Ich passe hier auf. Echt? Machst du das? Ich hab hier jemanden. Na, dann geht mal hin. Das ist nicht gut. Er wacht nicht auf. Ha! Haben wir dich. Und weg. Gott sei Dank. Oh, das ist auf jeden Fall glimpflicher abgegangen, als ich aber... Och, nee, geht das schon wieder los. Geh an das Telefon und zwar schnell, Batman! Ja! Bin doch schon dabei. Mal gucken, wo er mich diesmal hinführt.
gucken wir mal. Wahrscheinlich wieder genau auf die andere Seite der Stadt. Ach, die... Oh Gott, das wird ja immer schlimmer hier. Kollege, du solltest mal bitte mit deinen Sachen aufhören, ne? Halt den Klappen, Mann. Lass mich in Ruhe. Eine Minute noch. Ah, wo ist denn hier das Tempo? Vor allem Tigerwache, ey. Ich glaube, mit denen werde ich auch noch eine Menge Spaß haben. Oh, 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 oh. 55 Sekunden, noch 160 Meter, 130, kommen wir der Sache näher? Ja. Das ist halt auch echt genau am anderen Ende gewesen, ne? Das ist halt absolut scheiße. Okay, da hinten ist es. Oh, es wird eng. Oh, es wird eng. Oh Gott, das war knapp. Sie nannten ihn damals schon Pinguin. Er hatte natürlich noch beide Augen. Es war vor seinem kleinen Unfall. Und er blickte mich mit ihnen an, als ich meine Karten aufdeckte. Erst die Kreuz 6, dann die Karo 6. Er sah verängstigt aus. Er lehnte sich nach vorne und ich konnte seinen zigarrenverpesteten Atem riechen. Die Pik 6 und zum Schluss die Herz 6. Ich fühlte mich gut. Und dann begann er zu lachen. Er rülpste Qualm aus, während er seine Karten aufdeckte. Karte um Karte verlor ich den Mut. Eine 3, eine 4, eine 5, eine 6, eine verdammte 7! Sein Straight Flush hatte mich erledigt. Ich war am Ende und wurde raus aus der Stadt geworfen ohne einen Penny. Oh. Armer Kerl. Na, Jungs? Ich breche jeden Knochen in deinem verdammten Körper. Und verhört. Oh, am Boden liegend. Riddler, rede. Riddler, rede. Bitte, bitte tu mir nichts. Ich sag alles. Das wusste ich. Bam. Okay. Oh, da hinten haben wir schon wieder was. Angriffe findet statt. Was ist mit dir los? Ich hab das Gefühl, dass du nicht bei Joker mitmachen willst. Ich will nur meine Ruhe haben. Sorry, aber daraus wird nichts. Entweder du tust, was ich will, und bringst mir Scalps von einem... Weg! Du Sack. Und erledigt. Ja. Okay. Wie mache ich das am dümmsten? Geht es komplett zu, das Ding? Ah, hier an der Seite ist noch was. Aha, da komme ich durch. Tricky. Tricky, tricky, tricky. Aber ist egal, da komme ich hin. Kein Problem. So, soviel zum Thema GCPD-Gebäude. Da müssen wir jetzt erstmal wieder zurück. Jetzt sind wir nämlich schon wieder ganz woanders in der Stadt. Nämlich in Bowery. Ja,
Geil. Erklär mir bitte mal einer, wie ich das schon wieder schaffen soll hier. Oh, vielleicht so. Vielleicht so. Ja, ich sollte halt treffen, ne? Sie nicht aus der Anlage auszubrechen. Die Tigerwachen werden auf jeden Fluchtversuch mit äußerster Härte reagieren. Oh nee, ne? Soll ich das denn hinkriegen? Oh, 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 oh! Jawoll! Easy! Ja, wenn man so ein bisschen mit den Batman-Spielen vertraut ist, dann kriegt man das auch hin. So! Jetzt wieder zurück zum... Warte mal, kann ich das nicht ausschalten? Da kommt dann erstmal hier so eine Knifte und meint, das Einzige, was ich probieren kann, die Rauchbombe. Ah, nee, warte, anders. Haha, jetzt weiß ich wieder, wie das war hier. Genau. Ich kann hier mich durchsneaken. Durchsneaken. Ich komme hier hinten raus, hol mir die Trophäe, gehe hier wieder zurück. Hihihihi, und da haben wir schon wieder ein Level ab. Sehr schön. So. Und da unten war auch noch eine Trophäe. Hä? Wir fahren da runter. Okay. Also erstmal der. Vermutlich mal der. Und bestimmt zu guter Letzt der. Gucken wir mal, aber den hat er nicht drauf gemacht. Warum hat er den nicht drauf gemacht? Also erst der, dann der, dann der. Das kann ich aber jetzt noch nicht machen. Warte mal. Ausrüstung. Kann ich das jetzt vielleicht schon... Nee. Nee. Geht nicht. Geht noch nicht. Da brauche ich erst noch ein anderes Gadget. Beziehungsweise ein Upgrade für das Gadget. Nämlich den Frequenzzünder. Sonst lässt er die nämlich alle gleichzeitig immer hochgehen. Okay. So, also machen wir uns auf den Weg jetzt zum Mr. Freeze. Alle Insassen von Arkham sind für ihr eigenes Wohl verantwortlich. Sanitätsbereich. Was macht Batman hier? Warnisht macht er hier. Warnisht. Was soll Trumpet in Gotham das sagen? Wie soll der Professor Strange alles überlassen? Ja, geil. Was ist denn hier los? Ah, okay, das ist natürlich auch nicht so schwer. Strange, das ist doch mal ein Name, der Vertrauen weckt. Rausgekrallt. Easy, easy. So, was haben wir hier? Verdammt, was ist hier nur los? Ah, okay, da muss ich mit ein bisschen Wucht drauf hupfen. Das ist kein Problem, das kriegen wir hin. Also, alle hopp und... Das kann nicht schlimmer werden und schon wird's schlimmer. Okay, da brauche ich doch noch ein bisschen mehr Schwung. Dann kommen wir einfach mal von dem Gebäude da oben. Kann ich da jetzt schon... So, da kann ich hoch. Eigentlich, Mann, hast du gehört, dass sie Bruce Wayne hierher gebracht haben? Schnee von gestern, Mann. Pinguin hat sich mit ihm getroffen. Woher wusste er davon? Er hat mit Strange irgendein Geschäft gemacht. Deshalb hat er auch Freeze da unten. Tatsächlich? Verdammt, was ist los mit dir? Oh, was? Von all den Sachen nichts. Keine Ahnung, vielleicht war ich da. Dann halt mal von dem Dach. Okay, ich werde dich mal auf vielleicht reicht das. Pinguin hat Freeze unten im Museum. Vermutlich hat er ihn sich geschnappt, damit Joker sauer wird. Du kennst den Boss, er liebt. Na, das war nicht viel. Das war nicht so viel.
nicht so viel Schwung. Alle hoch und jetzt nochmal von dem Dach aus. Und wie viel kann mein kleines Mädchen noch einstecken? Bitte, helft mir! Es kommt keiner, kleines Mädchen. Entweder machst du, was ich will, oder ich lege dich sofort um. Doch wenn ich dich umlegen muss, dann werde ich mir dafür Zeit lassen. Aha. Ich habe immerhin einen Ruf zu verlieren, wenn du verstehst. Nein, nein, bitte, nein! Erledigt. Dann mach ich, oh, was haben wir hier? Hier haben wir doch schon wieder einen. Irgendwas zu essen. Alles, was du an Essen findest, bringst du sofort zu mir. Da oben. Kapiert? Okay, den befreien wir jetzt noch. Go, go, go. Arme Kerl. Ich gehe und suche Black Mask. Wieso? Gehörte mal zu seiner Gang. Der erinnert sich bestimmt an mich. Ich kann ein gutes Wort für dich einlegen. Das wäre echt klasse. Scheiß auf Black Mask. Mächtig ist hier nur der Joker. Glaubst du? Ich hörte da sein Kram. Und befreit. Natürlich ist der Kram. Das ist der Joker. Nein, ich meinte krank. Sterbenskrank. So, was haben wir hier noch? Gibt es einen Aufstand, dann wird die Macht neu aufgeteilt. Ah, okay. Aus diesem Grund suche ich Mr. Sionis. Der behandelt seine Jungs gut. Hoch da und jetzt ran an das Ding. So. Ach so, jetzt müssen wir es ranziehen. Ranziehen, so. Dankeschön. Okay, und hier unten war auch noch was. Was war hier? Das wird schon, ganz bestimmt. Da kann passieren, was will. Der hässliche Schweinehund wird so. Oh, und hier. Haben wir wieder. Ich muss reinfliegen, Trophäe. Okay, also, wir machen erstmal wieder einen kleinen Break. Hatten ja einiges, wie gesagt, vor eigentlich, aber der gute Sass kam mir dann doch dazwischen. Ergo. Warte mal, das probieren wir jetzt noch zu holen, das Ding. Ach, Quatsch. Hört sich aber so an. Nein. Ich meine ja nur, dass ich dich schon mal gesehen habe. Okay, dann versuchen wir es einfach so. Neben der Rosa. Guten Tag, komm ich da durch? Jawohl. Batman. Es ist Batman! Quatsch nicht rum. So, okay, also. Cut an der Stelle. Und in der nächsten Folge geht es dann weiter bei Mr. Freeze. Treffen wir uns dann einfach am GCPD. Kann ich hier was hacken? Nö, kann ich noch nicht. Okay, also treffen wir uns dann am GCPD-Gebäude. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Und tschüss.